dass du auch unter diesen etwas erschwerten Bedingungen diese Vorlesungsreihe heute eröffnest. Antje Klei ist Amerikanistin, wurde in Mannheim promoviert und in Kiel habilitiert. Seit 2007 hat sie den Lehrstuhl für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen inne. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des amerikanischen Romans, der Autobiografieforschung. Sie hat viel publiziert, auch zum Thema Literatur und implizites Wissen. Und eines ihrer gegenwärtigen Projekte, was für den Vortrag heute Abend mit Sicherheit von Belang ist, ist ein Monographieprojekt mit dem Titel Death Becomes Us. Death Becomes Us, Stories of the End of Life in Contemporary Literature and Culture. Wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass das ein Projekt ist, mit dem der Vortrag des heutigen Abends George Saunders' Roman Lincoln and Bardo auch zusammenhängen wird. Nochmals herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben, sonst würde ich sagen, schön, dass Sie gekommen sind. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Antje, dir nochmal ein herzliches Willkommen. The floor is yours. Ja, ganz herzlichen Dank, Katja, und herzlich willkommen auch an Sie alle. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, nach Augsburg zu kommen für diesen Vortrag, aber wir hätten es sicher nicht hingebracht, so viele Leute in einen Raum zu kriegen. Insofern ist das doch viel besser so. Freue mich sehr, auch einige bekannte Namen und Gesichter zu sehen. Und werde jetzt auch ohne further ado beginnen. Mit George Saunders will ich einen Roman, Lincoln in the Bardo, will ich einen Text vorstellen, der für mich zum Besten gehört, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Nicht einfach, aber definitiv zum Besten. Und damit das Ganze nicht ganz so trocken wird, habe ich eine kleine PowerPoint vorbereitet, die ich jetzt, wie vorhin im Test auch, hoffe, gleich hochladen zu können. Genau, da ist sie. Und ich lege gleich los mit ein paar Worten zu George Saunders. Wer ist das überhaupt? Er ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Dozent für kreatives Schreiben und wurde 1958 in Amarillo, Texas, geboren, wuchs in einem Vorort von Chicago auf und arbeitete zunächst als Ingenieur in der Ölindustrie, bis er sich ganz dem Schreiben widmete. Mitte der 1980er Jahre nahm er dann noch ein Studium für Creative Writing auf an der Syracuse University im Staat New York, wo er heute auch unterrichtet. Lincoln in the Bardo ist der erste Roman des Autors. Saunders hat sich zuvor allerdings über 20 Jahre als einer der wichtigsten und vielfach mit Preisen ausgezeichneten zeitgenössischen Autoren von Kurzgeschichten in den USA etabliert. Fellowships von der MacArthur Foundation, der Lannan Foundation, der American Academy of Arts and Letters und der Guggenheim Memorial Foundation, alles US-amerikanischer Goldstandard, sprechen für sich. Saunders veröffentlicht regelmäßig in den einschlägigen Magazinen, insbesondere dem New Yorker und dem Harper's Magazine. Und bereits im Jahr 1999 wurde er vom New Yorker zu einem der 20 wichtigsten Autoren und Autorinnen des Landes unter 40 Jahren gekürt. Inzwischen hat er 10 Erzählungsbände vorgelegt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, von denen 6 auch ins Deutsche übersetzt wurden. Seine Kurzgeschichten werden vom Publikum und von der Kritik vor allem für ihren grotesken Humor und ihren satirischen Ton geschätzt. In unaufgeregter Prosa loten sie die Abgründe und Alltagsüberforderungen aus, die die US-amerikanische Konsumkultur und der Wachstumswahn im 21. Jahrhundert mit sich bringen. Oskar Piekser lobt Saunders in seiner Rezension des Kurzgeschichtenbandes 10. Dezember unter dem Titel Der grausame Witzkeks im Spiegel Online im März 2013 als herausragenden Satiriker. Und er schreibt, die Geschichten sind haarsträubend, abstoßend, rührend und ziemlich lustig. Schwer zu sagen, in welcher Reihenfolge. Bei Saunders liest man von Dystopien und Alltagskrisen, Tragödien und Peinlichkeiten, bis man das eine kaum noch vom anderen unterscheiden kann.
Ist das noch die düstere Zukunft oder schon unsere Gegenwart? Überdreht oder wahr? Ist das Handeln der Figuren fremd oder erkennt man sich darin selbst wieder? Ist das lustig, tragisch, beides? Diese Fähigkeit zur Verunsicherung ihrer Leser zeichnet wohl alle großen Satiriker aus, so Piekser. Auch der erste Roman des Satirikers hat ein großes Medienecho ausgelöst. Wenn Sie auf dem Portal perlentaucher.de nach Rezensionsnotizen zur Linken im Bardo schauen, lesen Sie, zu Recht, wie ich meine, großes Lob über den skurrilen Geistertanz, den der Roman inszeniert, und über seine virtuose Form, die den einfachen Gemütern seiner wunderbaren Figuren mit so viel Zuwendung gerecht wird. Überraschend unkitschig widme sich der Roman, der in viele Sprachen übersetzt wurde. Hier sehen Sie einige Beispiele. Und der mit dem weltweit renommierten Man Booker Prize ausgezeichnet wurde, den großen Fragen des Lebens. Dem kann ich schon mal zustimmen. Lincoln in the Bardo ist ein historischer Roman, der gleichzeitig mit grotesk-fantastischen Elementen arbeitet. Ich will gleich erklären, wie das zusammengehen kann. Darüber hinaus möchte ich den Roman als einen experimentellen Text vorstellen, der mit der Zwischenwelt des Bardo einen Zerspiegel der historischen Gegenwart während des US-amerikanischen Bürgerkriegs präsentiert, der mit der Verwebung historischer Dokumentation und fantastischer Fiktion uneindeutige Verluste sowie individuelle und kollektive Auswirkungen unbearbeiteter Trauer thematisiert und der in Bezug auf die aktuelle Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft der Gegenwart erstaunlich assoziationsreich ist, wie ich meine. Und darüber lässt sich vielleicht auch am Schluss noch ganz gut diskutieren. Der Roman spielt in einer einzigen Nacht im Februar 1862, also gegen Ende des ersten Jahres des amerikanischen Sezessionskrieges, auf einem Friedhof in Washington, D.C. Im Zentrum des Geschehens steht der mehrfache nächtliche Besuch des damaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln an der Grabstätte seines Sohnes Willie. Hier sehen Sie auf der PowerPoint ein Still aus dem 360-Grad Virtual Reality Video, das von der New York Times zu dem Roman produziert wurde und das Sie bei YouTube sehen können. Willie Lincoln war im Alter von 12 Jahren an Typhus gestorben. Der Präsidentensohn wurde just an dem Tag begraben, an dem die Gefallenenlisten nach dem verlustreichen Sieg der Unionssoldaten am Fort Donelson in Tennessee öffentlich gemacht wurden. Das sind die belegbaren Fakten, die der Roman vielfach durch direkte Zitate aus unterschiedlichen historischen Quellen stützt. Ein knappes Viertel der 108 Kapitel des Romans besteht aus überwiegend kurzen Zitaten aus Zeitungsberichten, aus dem historischen Logbuch des Friedhofswärters, aus Nachrufen auf Willie sowie aus populären und wissenschaftlichen Quellen unterschiedlicher Zeiten. Hier habe ich mal ein Kapitel rauskopiert mit den Zitaten aus überwiegend kritischen Berichterstattungen über den Empfang, zu dem die Lincolns trotz des Bürgerkriegs und trotz der schweren Krankheit ihres Sohnes im Weißen Haus geladen hatten. Also das ist ein typisches, beispielhaftes Kapitel. So sieht auch der Satz aus, also für einen Roman eher ungewöhnlich. In anderen Kapiteln dokumentieren die Zitate die Reaktionen der Nation auf den Tod des Präsidentensohnes sowie die öffentliche Bewertung der Person des Präsidenten und seiner Führung der Familie und der Nation. Sie dienen sowohl der Verankerung des Geschehens in der historischen Gegenwart als auch dem Nachweis der Vielstimmigkeit und von Vielstimmigkeiten und Widersprüchen, sowohl in der historischen Berichterstattung als auch in späteren Einordnungen. Neben und in enger Verwebung mit diesen historischen Versatzstücken finden wir in den mehrheitlich fiktionalen Kapiteln, hier als typisches Beispiel der Anfang von Kapitel 12, fantastisch groteske Wegbegleiter, die uns in den titelgebenden Bardo einführen. Bardo ist eine Bezeichnung aus dem tibetischen Buddhismus für einen Zwischenzustand oder einen krisenhaften Übergang von einem Leben zu einem anderen. Der Begriff ist bedeutungsreich mit Blick auf den Roman, in dessen Verlauf der Begriff selbst über den Titel hinaus
keine weitere Verwendung findet, beschränke ich mich auf seine Bezeichnung eines krisenhaften Übergangs vom Leben zum Tod. Nach buddhistischer Auffassung kann der gestorbene Mensch nicht in das Urlicht des Todes eintreten, wenn er seine wahre Natur nicht erkannt hat und sein Geist durch Gier, Ich-Bezogenheit, Unwissenheit oder Hass verblendet ist. Die grotesken Figuren, die im Text des Nachts den Friedhof in Washington D.C. beleben, bilden eine bunte Truppe, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht in der Lage ist, zu verstehen oder zu akzeptieren, was ihnen in ihrem Leben widerfahren ist. Die Geister sind an ihre vormaligen Existenzen gekettet, gefangen von einer Idee von sich selbst, die sie nicht loslassen können. Sie halten daher am Moment ihres Sterbens fest. Und ich möchte Ihnen die drei Haupterzähler vorstellen, die Geister Forman, Bevins und den Reverend, die allerdings im Text nur gemeinsam erzählen können. Also es erzählt nicht erst der eine, dann der andere und dann der dritte, sondern gemeinsam erzählen sie eine Geschichte. Das sehen Sie auch hier in dem Kapitel, dass es immer so ganz kurze Stücke sind, die nur von den einzelnen Personen gesprochen werden. Mr. Forman, der erste von den dreien, war in dem Moment, in dem er von seiner deutlich jüngeren Frau nach vielen Jahren glücklicher Ehe dazu eingeladen wurde, die Ehe zu vollziehen, von einem Balken erschlagen worden und läuft mit einem grotesk geschwollenen Glied herum. Mr. Bevins, der zweite Erzähler, hatte sich aus Liebeskummer die Pulsadern aufgeschnitten und im Sterben beschlossen, von nun an seinen homosexuellen Neigungen zu folgen. Der Reverend ist der einzige Geist auf dem ganzen Friedhof, der weiß, dass und warum alle bzw. alle anderen im Bardo festhängen und dass sie eigentlich bereits tot sind. Er selbst ist trotzdem hier, sein Gesicht von Schrecken entstellt, weil ihn seine Lust quält und dieser Wahrheit kann er eben nicht ins Auge sehen oder er darf ihr nicht ins Auge sehen. Wie das gesamte Personal des Bardo haben auch diese drei die große Fülle ihrer Erfahrungen vergessen, um immer wieder in Gedanken wie besessen das Skelett ihrer Geschichte durchzugehen. Von den Lebenden unbemerkt verwandeln die mit ihrem Leben Hadernden den nächtlichen Friedhof in einen wilden und paradoxer, aber auch interessanterweise sehr lebensnahen Bardo, bis sie bei Tagesanbruch wieder mit ihren verwesenden Kadavern verschmelzen müssen. Nur wer sich selbst und sein eigenes Handeln im Leben, dem sogenannten vormaligen Ort, in großer Gelassenheit betrachten kann, wird durch das Urlicht erlöst. Im Text ist diesbezüglich von der, Zitat, Kombination Feuerknall-Marienlichtblüte die Rede. Wenn also die Verweilenden tatsächlich den Bardo verlassen und in den Tod hinübergehen, ist dieser Übertritt von der Kombination Feuerknall-Marienlichtblüte begleitet. Die Untoten sind jedoch alle froh, wenn sie sich dem Sog der Selbsterkenntnis, der immer mal wieder überraschend als verführerisch frühlingshaftes Freudenfest über den Bardo hereinbricht, wenn sie sich dem widersetzen können, ohne Schwäche zu zeigen. Saunders Schriftstellerkollege Colson Whitehead schlägt den Lesern des Romans vor, dass sie das Dilemma der Geister im Text womöglich aus ihrem eigenen Leben kennen. Und zwar aus Momenten, in denen sich eine Version von einem selbst plötzlich erledigt hat und eine andere noch nicht in Sicht ist oder noch nicht in Sicht scheint. Maybe all you need, schreibt Whitehead, is the right push. Vielleicht ist alles, was wir dann brauchen, die richtige Anregung. In jedem Fall sind die Geister, die den Roman bevölkern, arg menschlich. Sie wollen mit dem Tod nichts zu tun haben, sprechen stattdessen von der Kombination Feuerknall-Marienlichtblüte. Sie sprechen nicht von Särgen, sondern von Krankenkisten, aus denen man irgendwann auch wieder aufstehen kann. Nicht von Leben, sondern von dem vormaligen Ort. Mit Entschlossenheit bleiben sie auf ewig versklavt, denn sie wollen nicht wie ausgemusterte Pferde nachgeben, aufgeben, kapitulieren. Nein, sie bleiben aufrecht, geben sich nicht zufrieden und halten unermüdlich fest an ihrer zwischenzeitlichen Bleibe. Im Bardo entwickeln die Geister auch erstaunliche, übernatürlich erscheinende Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, ihre Seelen miteinander zu verschmelzen
und zumindest momentweise über sich selbst hinauszuwachsen und ein tiefes Verständnis voneinander zu erlangen. Ich lese diesen fiktiven Bardo als ein barockes Bild für ein von Trauer erschüttertes Amerika. Der Tod war für die Menschen in den USA im 19. Jahrhundert zwar kein entferntes Ereignis. Dort, wie in Europa, war es durchaus an der Tagesordnung, dass Eltern wie Lincoln ihre Kinder durch Krankheit verloren. Der Bürgerkrieg allerdings forderte mit seinen 600.000 Todesopfern in Bezug auf die heutige Bevölkerungsdichte entspräche das einer Zahl von 2 Millionen Menschen einen derart hohen Tribut, dass der breit geteilte und in der Nation tief verwurzelte christliche Glaube unwiederbringlich erschüttert wurde. Die Historikerin Drew Gilpin Faust belegt in ihrer 2008 veröffentlichten, vielbeachteten Studie This Republic of Suffering, dass das beispiellose Massensterben während des US-amerikanischen Bürgerkriegs den Brandbeschleuniger lieferte für eine wachsende Krise des Glaubens und des Wissens in den USA. Die in der gesamten Nation am weitesten geteilte Erfahrung des Krieges war der Tod. Die Vehemenz dieser Erfahrung erschütterte in zuvor nicht flächendeckend gekannter Weise gültige Vorstellungen vom Sinn des Lebens und seinem angemessenen Ende. Mit diesem Erbe begründete der Bürgerkrieg, so argumentiert Faust, die Einheit der Republik des Leidens, in der das Sterben selbst, das sich darauf vorbereiten, das Imaginieren, das Riskieren, das Ertragen des Sterbens und der Versuch, es zu verstehen, für immer andere Erfahrungen und Praktiken wurden, die mit transzendenten Sinnentleerungen umgehen mussten. Die Familienpsychologin Pauline Boss fügt hinzu, dass die US-amerikanische Nation, die bekanntermaßen Gewinner und das Gewinnen verehrt, im Laufe ihrer Geschichte ein großes Unvermögen verinnerlicht hat, mit Verlusten anders umzugehen, als einfach nur aufzustehen und weiterzumachen. Als Kultur des Scheiterns wird diese Praxis zumindest in ökonomischen Zusammenhängen weltweit hoch gelobt. Boss allerdings sieht in dieser Kultur des Scheiterns vor allem die Kultivierung der Verdrängung. Mit Blick nicht nur auf den Bürgerkrieg, sondern auch auf die Geschichte der Sklaverei, den Genozid an den Native Americans und die Geschichte der Immigration und fluktuierender Familienkonstellationen, sowie die Auswirkungen von Sucht und chronischen Demenzen auf alle direkt und indirekt davon Betroffenen, attestiert Boss der amerikanischen Nation ein über Jahrhunderte bis in die heutige Corona-Krise hinein immer wieder befestigtes Fundament aus uneindeutigen Verlusten und unbearbeiteter Trauer. Vor diesem Hintergrund unterbreite ich in Bezug auf Lincoln im Bardo meinen Vorschlag, hier noch einmal die Folie von vorhin, den Bardo als einen Zerspiegel der amerikanischen Nation während des Bürgerkriegs und den Roman insgesamt als eine Auseinandersetzung mit unbearbeiteten Trauerprozessen sowie den darunter verschüttet liegenden Handlungsspielräumen und Möglichkeiten der Veränderung zu lesen. In Bezug auf die Gegenwart halte ich die literarische Auseinandersetzung mit unbearbeiteten Trauerprozessen für ebenso relevant wie die Adressierung eines tief gespaltenen Amerika. Doch damit zurück zum Text selbst. Nachdem Willie Lincoln begraben und in der Nacht von seinem Vater das erste Mal besucht wurde, wird der untote Junge von der Truppe bunter Kreaturen im Bardo irgendwo zwischen Leben und Tod empfangen. Obwohl sich im Kindesalter Verstorbene eigentlich nie länger als wenige Minuten in den Bardo verirren, bleibt Willie die ganze Nacht. Er beschreibt die sich neugierig um ihn drängende Menschenmasse als traurige Kreaturen aus unterschiedlichen Zeiten und damit als Sinnbilder dessen, was Pauline Boss eine eingefrorene oder versteinernde Traurigkeit nennen würde. Das war doch richtig. Die Gesichter drängen zur Tür hinein, platzten heraus mit ihren traurigen Dies oder Das. Keiner zufrieden, alle schlecht behandelt, vernachlässigt, übersehen, missverstanden. Viele mit den Beinkleidern von früher oder mit der Perücke und...
Umgekehrt hatten die Umstehenden, das war jetzt also Willi, und umgekehrt hatten die Umstehenden nie zuvor erlebt, dass jemand mit so viel liebevoller Zuwendung betrauert wurde wie Willi von seinem Vater. Hier sehen Sie in der Folie zwei Illustrationen von Joost Witte zum Text. Die als traurig beschriebenen Geister sehen in Vater und Sohn eine demütige menschliche Verbindung, die eine Entsprechung zu sein sucht für die unendliche Traurigkeit, die der Verlust ausgelöst hat. Diese Form der Anerkennung kennt das Personal des Bardo nicht. Entsprechend aufgeregt wollen alle mit Willi sprechen. Sie stehen lange an und warten, damit sie ihm von ihren eigenen Sorgen berichten oder ihn um einen Gefallen bitten können. In dem entstehenden Tumult zeigen sich auch bislang unerwähnt gebliebene Klassendifferenzen und systematische rassistische Diskriminierungen, die den Bardo offenbar genauso prägen wie den sogenannten vormaligen Ort. Im Bardo sind die Einzelgräber der Weißen durch einen eisernen Zaun von den unbezeichneten Gemeinschaftsgräbern der Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen und vereinzelter verarmter Weißer getrennt. Der Sklavenhalter Lieutenant Cecil Stone darf sein rassistisches Vergewaltigungsregime offen und unwidersprochen zur Schau tragen. Und die bisherigen Sympathieträger Roger Bevins und Hans Forman, die beiden Erzähler, rümpfen die Nase, als auch Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner zu Willi herüberdrängen. Die Gemeinschaft der Erzähler des Textes hält sich für privilegiert, weil sie sich ernsthaft für moralisch überlegen und wohlhabend im Geiste fühlt. Trotz der wilden Transgressionen, die im Bardo ganz alltäglich statthaben, erscheinen rassistische Diskriminierungen auf der Handlungsebene im ersten Teil des Romans als etablierte Bestandteile der gesellschaftlichen Organisation des Bardo. Die Erzählebene, also die Form des Erzählens, leistet allerdings eine Einspruchserhebung gegen Hierarchisierungs- und Diskriminierungspraktiken, die die Figuren verinnerlicht haben. Die von grotesk überzeichneten Figuren ganz selbstverständlich ausgeübte Praxis des Ausschlusses von vermeintlich anderen ist an sich schon merkwürdig. Diese Diskriminierungspraxis wird durch die ungewöhnliche Erzählform des Romans insofern in Frage gestellt, als sie nicht die wertende Unterscheidung zwischen einzelnen Individuen, sondern die offenbar nur gemeinsam zu bewältigende Praxis des Erzählens in den Vordergrund stellt. Ein Erzählen, an dem tatsächlich alle beteiligt sind und niemand ausgeschlossen bleibt. Also ich habe zwar nur drei Erzähler jetzt vorgestellt, aber es gibt sehr, sehr viel mehr und es ist auch nicht eine Erzählstimme wichtiger als eine andere. Die fiktionalen Romankapitel bestehen aus überwiegend kurzen dramatischen Repliken. Hier nochmal Kapitel 12 zur Illustration, der Anfang von Kapitel 12. Manchmal berichten einzelne Figuren auch, was andere sagen. Also es steht zwar ein Name drunter, aber die Figur erzählt uns, was jemand anders erzählt. Und machen sich sozusagen selbst zu Sprechern zweiter Ordnung. Die Charaktere stehen in enger Verbindung miteinander, weil sie ständig aufeinander verweisen, gemeinsam berichten oder berichten, was der jeweils andere sagt. Der Modus des gemeinsamen Berichtens und des Verweisens aufeinander präfiguriert auch die Wesensverschmelzungen, die im Text mehrfach unvermittelt stattfinden. Sie markieren für die Betroffenen einen herausgehobenen Moment des Übergangs von einem Verständnis zu einem anderen. Also man könnte auch diese Wesensverschmelzungen jeweils als einen Bardo bezeichnen. Und zwar unabhängig davon, ob sie sich der Wesensverschmelzung bewusst sind oder nur ein merkwürdiges Unbehagen spüren. Für meine Lektüre des Romans sind die Passagen, die von den Wesensverschmelzungen berichten und in deutlichen Kontrast zum Selbstverständnis der Figuren ungekannte Möglichkeitsräume eröffnen, von besonderer Bedeutung. Während der zweite Besuch des zweiten Besuchs des Präsidenten am Grab seines Sohnes überlagert sich die Trauer des Vaters mit der Trauer, die der Bürgerkrieg über das gesamte Land gebracht hat. Hier sehen wir eine Illustration von Igor Karasch, die beide Dimensionen einzufangen sucht. Die Überlagerung individueller und kollektiver Trauer vermittelt der Text nicht durch einen inneren Monolog, wie er seit Beginn des 20. Jahrhunderts literarisch konventionalisiert ist.
Wir hören Lincoln seine Gedanken nicht selbst formulieren. Mr. Forman und Mr. Bevins vereinigen sich mit der Person Lincolns und sie adaptieren seine Wahrnehmungen und seine Gedanken. Wie es die Signatur unter der folgenden Passage zeigt, diese Signatur kommt auf der nächsten Seite, ist es Mr. Forman, der der doppelten Verzweiflung Lincolns als Vater und als Präsident der amerikanischen Nation eine Stimme verleiht. Und ich zitiere diese Seelenverschmelzung, in der Forman für Lincoln spricht. Er, gemeint ist Willie, ist nur einer. Eine Last, die mich fast umbringt. Habe diese Trauer weggeschoben. Ungefähr 3000 Mal. Bisher, bis jetzt. Ein Berg aus Jungen, irgendjemandes Jungen. Muss damit weitermachen, habe vielleicht nicht den Mut dafür. Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, wo das hinführt, ist das eine. Aber was hier vor mir liegt, ist ein teures Beispiel dafür, wohin meine Befehle. Habe vielleicht nicht den Mut dafür. Was tun? Einhalt gebieten? Diese 3000 ins Loch der Verluste werfen? Den Frieden suchen? Den großen Narr der Kehrtwende, werden? König der Unentschiedenheit? Lachnummer bis in alle Ewigkeit? Schwafelnder Hinterwäldler? Dürftiger Mr. Wendehals? All das sind Beschreibungen, die Lincoln zugeschrieben wurden. Es ist außer Kontrolle. Wer es ausführt, wer daran schuld ist, wessen Auftritt es ausgelöst hat, was mache ich? Was mache ich hier? Alles Unsinn, jetzt. Dann lasst mich nie wieder glücklich sein. Zitat Ende. Die drei Protagonisten, Bevins, Bowman und der Reverend, nehmen all ihre Kräfte zusammen und veranlassen den Präsidenten dazu, noch ein drittes Mal zum Grab zurückzukehren, um seinen Sohn gehen lassen zu können. Unwillkürlich setzen sie die Bildung eines erfrischend selbstlosen Massengeistes, einer, Zitat, glücklichen gemeinsamen Menschenbeseelung in Gang. Diese Massenbeseelung veranlasst Lincoln zwar erst nach einer Reihe actiongenerierender Plotverwicklungen, die ja ein fester Bestandteil der amerikanischen Erzähltradition sind, dazu, zum Grab seines Sohnes zurückzukehren. Für alle Beteiligten allerdings entfaltet die massenhafte gemeinsame Beseelung unmittelbar heilsame Wirkung an Leib und Seele. Verkrüppelte Hände und Füße, entstellte Gesichter entspannen sich, sind wieder ansehnlich und einsatzbereit. Aufhockende Plagegeister verschwinden, Verwachsungen und Blockaden lösen sich auf. Die Sklavin Lizzy, die im vormaligen Ort mehrfach Vergewaltigungen ausgesetzt und in der Folge verstummt war, kann wieder ihre Stimme erheben und für sich selbst sprechen. Mr. Vormans grotesk geschwollenes Glied schrumpft auf Normalgröße zurück und er kann sich wieder bekleiden. Aus dieser für den Roman zentralen Massenbeseelungspassage will ich ein längeres Stück zitieren, auch um die ungewöhnliche Erzähltechnik nochmal deutlich werden zu lassen, diese Erzähltechnik des gemeinsamen Erzählens, die den gesamten Text prägt. Und es sind sozusagen immer die Namen darunter, die die Sprecher dieser Repliken sind. Die lese ich jetzt nicht jedes Mal mit und ich müsste eigentlich die Stimmen mit unterschiedlichen Stimmen lesen. Es gibt im Internet ganz tolle Beispiele dafür, wo Gruppen sich zusammentun und gemeinsam auch musikalisch unterstützt Lesungen mit unterschiedlichen Stimmen machen. Das müssen Sie sich unbedingt mal anhören. Da kann ich jetzt leider nicht mit, aber anyway. Ich fange an mit Forman. Kommt, sagte ich zu Mr. Bevins. Ich allein war nicht genug. Ich glaube, wir müssen es beide versuchen, ihn aufzuhalten. Ihn, den Präsidenten, den Abraham Lincoln. Reverend, sagte Mr. Bevins zu mir, kommt ihr mit? Schon ein weiterer Geist könnte den Unterschied ausmachen. Zumal ein so machtvoller wie der eure, sagte Forman. Wir drei rasten aus der Heimstadt aus weißem Stein hinaus, flitzschwebten so schnell wie möglich hinter Mr. Lincoln her, bis wir ihn eingeholt hatten. Dann der Sprung in den Präsidenten hinein. Die Menge umwuselte uns. Mehrere mutige Einzelpersonen wollten unserem Beispiel folgen und machten sich bereit. Jetzt erkühnten sich alle. Bald wurde es zu einer allgemeinen Bewegung. Niemand wollte ausgeschlossen sein. Viele Einzelpersonen drängten sich aneinander, gingen in andere hinein, verschmolzen vielfach ineinander.
schrumpften nach Bedarf, damit alle Platz fanden. Das Negerkontingent, ich zitiere Reverend Avery Thomas, der diese Sprache pflegt, das Negerkontingent, das sich von Lieutenant Stone und seiner Streife befreit hatte, kam herein. Stone samt Patrouille, beleidigt durch die Vorstellung, diesen Personen nahe sein zu müssen, entschied sich dagegen, ihnen zu folgen. Jetzt waren die Barons drin. Miss Doolittle, Mr. Johannes, Mr. Bark und Tobin Dax Miller waren drinnen. Zusammen mit vielen anderen, zu viele, um sie aufzuzählen, so viel Willen, Erinnerung, Klage, Sehnsucht, so viel rohe Lebenskraft. Jetzt fiel uns ein, während Manders, der Friedhofswärter, mit emporgestreckter Laterne dem Präsidenten in einem Baumhain vorausging, dass wir diese Kraft der Masse für unsere Zwecke einspannen könnten. Was für ein Vergnügen, da drinnen zu sein, zusammen, vereint zu einem gemeinsamen Zweck. Da drinnen und auch in den anderen, wodurch wir kurze Einblicke in den Geist der anderen empfingen und auch in Mr. Lincolns Geist. Wie gut es sich anfühlte, das zusammenzutun. Meine Güte, wie aufregend, sich solcher Art erweitert zu fühlen. Zitat Ende. Die an der Massenbeseelung Beteiligten purzeln alle nacheinander wieder heraus aus Lincoln, weil sie Lincoln scheinbar nicht bewegen konnten, zu Willys Grab zurückzukehren. Er tut es später allerdings doch. Fürchten sie zunächst, dass ihre außerordentliche Erfahrung nur Mumpitz, eine Chimäre, bloßes Wunschdenken war. Erst später erfahren die Protagonisten und auch die Leserinnen und Leser, wie folgenschwer die Erfahrung der Beseelung für Lincoln war. Denn wir werden in Kapitel 92 von den 108 zu Zeugen und Zeuginnen einer weiteren Beseelung. Zunächst durchschreitet Lincoln einen Moment lang Mr. Bevins und Mr. Forman, als er das Grab seines Sohnes endgültig verlässt, sodass die beiden das neu gereifte, aber durch seinen Verlust bloßgelegte, tiefe Verständnis des Präsidenten für die Verletzlichkeit und die darin zutage tretende Limitierung der Menschen erkennen können. Und das ist jetzt nochmal Forman, der wieder sozusagen die Linken beseelt. Sein Geist neigt von Neuem dem Leid zu, der Tatsache, dass die Welt voll Leid war, dass jeder auf seine Weise unter einer Last des Leides ächzte, dass alle litten, dass man, welchen Weg man auch immer einschlug, auf dieser Welt nie vergessen durfte, die anderen litten alle auch. Keiner zufrieden, alle ungerecht behandelt, vernachlässigt, übersehen, missverstanden. Dies sind übrigens genau die Worte, die Willy früher im Roman auch gewählt hat, um die Personen des Baldo zu beschreiben. Also dieses keiner zufrieden, alle ungerecht behandelt, vernachlässigt, übersehen, missverstanden. Und deshalb musste man tun, was man konnte, um die Bürde derjenigen zu erleichtern, denen man begegnete. Roger Bevins macht weiter. An der Oberfläche schien zwar jeder Mensch anders zu sein, aber das stimmte gar nicht. Im Kern eines jeden lag das Leid, unser sicheres Ende irgendwann und die vielen Verluste, die wir auf unserem Weg dorthin ertragen mussten. Nochmal, all das ist sozusagen Stimmgebung für Lincolns Gedanken. So müssen wir einander sehen, als leidende, beschränkte Wesen, ewig von den Umständen überwältigt, unzureichend mit ausgleichenden Vergünstigungen bedacht. Zitat Ende. Ich halte diese Szene, in der Mr. Bevins und Mr. Forman den Gefühlen und Gedanken des Präsidenten erneut ihre Stimme leihen, für eine Schlüsselszene des Romans. Sie bringt die beiden zuvor zitierten Beseelungspassagen zusammen, die doppelte Verzweiflung des Vaters und des Präsidenten einerseits und die auf allen Ebenen ungekannte, Einsicht vermittelnde Massenbeseelung andererseits. Lincoln fühlt sich von der Aufgabe, den Bürgerkrieg im Interesse der Union weiterzuführen oder angesichts der Opferzahlen zu beenden, nicht gewachsen. Er stößt stattdessen auf die ganz fundamentale Frage, wie sollten die Menschen leben? Wie konnten die Menschen leben? Und er weiß, dass die Menschen, die er, beziehungsweise das von Mr. Bevins und Mr. Forman verkörperte Wir, im Sinn hat, nicht ausschließlich weiß und auch nicht ausschließlich männlich ist. Die Figur des Präsidenten erscheint in dieser Passage
durch seinen Verlust weniger strikt er selbst und doch erstaunlich kraftvoll, wie Mr. Bevins und Mr. Forman feststellen. Er ist nutzlos gemacht, niedergemacht, neu gemacht. Als gebrochener Mann ist er gleichzeitig mit der gesamten Autorität seines Amtes und seiner Nation ausgestattet. Im Angesicht von nicht aus dem Weg zu räumenden Unsicherheiten sieht sich Lincoln, als ob ihm sein Sohn seinen Segen dafür geben könnte, schließlich veranlasst, das Leid zu beenden, indem wir mehr Leid verursachen. Zitat Ende. Die nur einen kurzen Moment anhaltende Beseelung durch Bevins und Forman wird im unmittelbar folgenden Kapitel 96 mit afroamerikanischem Personal weitergeführt. Thomas Havens, der am vormaligen Ort ein Sklave war, dem es nach eigenen Angaben nicht allzu schlecht ergangen war, schreitet mit Lincolns Schritten voran. Er fühlt eine einladende Seelenverwandtschaft mit dem großgewachsenen Mann, der so offenkundig vom Tod seines Sohnes, aber auch durch die Traurigkeit der vielen Menschen, Zitat, schwarz wie weiß, die ihn vor so kurzer Zeit Massen beseelt hatten, Zitat Ende, berührt war. Thomas Havens weiß nicht, wessen Körper er da beseelt. Er stellt nur fest, dass er diesen Mann kennenlernen möchte, der nur noch Restspuren eines alten und zwischenzeitlich genau inspizierten Widerwillens gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe in sich trug. Einen Mann, der wie ein sich öffnendes Buch vor ihm lag. Thomas Havens denkt an die endlosen Schwierigkeiten und Erniedrigungen, von denen ihm seine afroamerikanischen Mitmenschen in der Grube berichtet hatten, und möchte Lincoln noch mehr von deren Traurigkeit berichten. Und dies ist Thomas Havens in Lincoln. Und ich dachte, Sir, wenn ihr so mächtig seid, wie sich das gerade für mich anfühlt, und uns so zugeneigt, wie es scheint, dann versucht, etwas für uns zu tun, damit wir etwas für uns selbst tun können. Wir sind bereit, Sir, sind wütend, sind fähig. Unsere Hoffnungen sind wie Sprungfedern unter Spannung so straff, dass sie tödlich sein können oder heilig. Lasst uns los, Sir, lasst uns ran. Lasst uns zeigen, was wir können. Zitat Ende. Thomas Havens nutzt die Gelegenheit, die sich ihm bietet, und sucht der afroamerikanischen Geschichte die Präsenz zu verleihen, die ihr gebührt. In das offene Buch, als das er den Präsidenten antrifft, trägt er etwas ein, und erlauben Sie mir den Anachronismus, was so viel bedeutet wie Black Lives Matter. Kommen wir zurück zum Roman oder verlassen wir den Roman und schauen auf den historischen Lincoln, dann lässt sich feststellen, dass der im Januar 1963, also ein knappes Jahr nach den im Roman geschilderten Ereignissen, die Emancipation Proclamation unterzeichnet, die alle Menschen, die in den Südstaaten als Sklaven gehalten wurden, zu freien Menschen und zu womöglich Unterstützern der Union Army erklärte. Das Ende der Sklaverei wurde mit der Emancipation Proclamation zu einem Kriegsziel. Bereits im Juni 1858, also 3 Jahre vor dem Bürgerkrieg, hielt Abraham Lincoln als republikanischer Kandidat des Staates Illinois für den US-amerikanischen Senat seine bis heute berühmte House Divided-Rede. Mit den folgenden aus der Bibel entlehnten Worten, die heute nicht weniger brisant sind als damals, warnte Lincoln vor einer Spaltung der Nation. A house divided against itself cannot stand. Jedes Haus, das in sich uneins ist, wird nicht bestehen. Lincoln verlor zwar die Senatswahlen, doch seine Rede verlieh ihm nationale Prominenz und trug ihm die Zustimmung der Gegner der Sklaverei ein. 2 Jahre später konnte er so zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden. Zum Buch zurück sehen wir, dass Saunders Roman sehr bildreich die Entwicklung des moderaten Sklavereigegners Abraham Lincoln beschreibt und dass der Roman dem Präsidenten, der durch den Tod seines Sohnes einen verstärkten Einblick in die prinzipielle Verwundbarkeit menschlichen Lebens besitzt oder erlangt, Also der, nochmal von vorne. Der Roman beschreibt bildreich
die Entwicklung des Sklavereigegners Abraham Lincoln und verleiht Einblick darin, wie er durch den Tod seines Sohnes ein Verständnis dafür entwickelt, für die menschliche Vulnerabilität, die soziale Differenzierungen überspannt. Zum Schluss meines heutigen Vortrags will ich die drei Thesen, die ich zu Anfang entwickelt habe und im Laufe des Vortrags zu plausibilisieren versucht habe, noch einmal aufgreifen. Und dann kommen wir auch zur Diskussion. Lincoln im Bardo ist ein historisch genau verankerter und doch aufs Schönste imaginativer Roman, der seinen Leserinnen und Lesern ein verfremdetes und darin besonders deutliches Bild der US-amerikanischen Gesellschaft der 1860er Jahre vorstellt. Gleichzeitig entwickelt der Text eine wunderbar grotesk bebilderte Kartografie der Landschaft der Trauer. Die literarische Dokumentationspraxis des Romans verzeichnet die tektonischen Verschiebungen, die der Tod eines geliebten Menschen für die Hinterbliebenen mit sich bringt, und stellt die Vorstellung der Trauernden von sich selbst, von anderen und von der Welt fundamental in Frage. Der Text artikuliert die Notwendigkeit einer anderen Qualität der Relation zur Welt und geht dabei deutlich über die isolierenden Dimensionen der Erfahrung der Trauer hinaus, die in vielen autobiografischen und literarischen Auseinandersetzungen mit dem Tod vorherrschend sind. Mit dem Bardo verfremdet der Roman Vorstellungen des normalen Lebens und macht sie so neu, greifbar, verstehbar und auch kritisierbar. Zum anderen beleuchtet der Text die sozialen Relationen und die kulturelle Einbettung der Trauernden. Lincoln befindet sich nach dem Tod seines Sohnes emotional im freien Fall. Während er in seiner Familie und seinem Amt gleichzeitig soziale, kulturelle und auch ökonomische Privilegien genießt, die die meisten Menschen um ihn herum nicht besitzen, trotzdem wird er nicht als ein Held präsentiert, der eine besondere Einsicht gewinnt. Ich will ihn nicht einmal in konventioneller Weise als einen Protagonisten beschreiben. Der amerikanische Präsident, über den vermutlich am meisten recherchiert und geschrieben wurde, kommt im Text selbst gar nicht zur Sprache. Andere müssen das für ihn tun. Und nur über diesen Umweg begegnen wir ihm als einem gebrochenen und leidenden Mann, der sich den Aufgaben seines Amtes nicht gewachsen fühlt. Gleichzeitig nimmt er eine soziale Position ein, die von ihm verlangt und ihn auch dazu ermächtigt, die Verantwortung für die sozialen Strukturen zu übernehmen, denen er seine Position zu verdanken hat. Seine im Schmerz begründete Berührbarkeit ermöglicht es ihm, diesen Schmerz in eine über ihn selbst hinausreichende Empathie zu transformieren und die ihm obliegende Verantwortung anzunehmen. Der Roman verbindet eine individuelle Erfahrung der Trauer mit kollektiven Erfahrungen des womöglich oft uneindeutigen Verlustes und den sich daraus ergebenden Beschwernissen. Imaginativ verbindet der Text die literarische Thematisierung individueller Trauer und eine spezielle Aufmerksamkeit oder einen besonderen Respekt für die praktischen Auswirkungen systematischer Abwertungen des Lebens durch Sklaverei, Gewalt oder Rassismus. Als Roman und literarischer Text postuliert Lincoln im Bardo, dass also eine Resonanz für Verletzbarkeit und erfahrenes Leid sowie die Zuwendung zu den Bedürfnissen, die daraus erwachsen, individuelle Trauerarbeit mit der kulturellen Aufgabe verbindet, kollektiv unbearbeiteten Trauerprozessen Aufmerksamkeit, Raum und Zeit zu geben. Ich bin gespannt, ob Sie mir zustimmen mögen, dass der Roman interessante Resonanzen entwickelt in Bezug sowohl auf das Management und die verheerenden Auswirkungen der gegenwärtigen Pandemie in den USA, als auch auf die gesellschaftliche Polarisierung und den Verfall der demokratischen Kultur im Land. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr, sehr herzlichen Dank, liebe Antje Klei.